Heute geht's an der Yama auf Ugui. Ich habe gerade schon ein bisschen getestet. Ein Spot, der tatsächlich gut läuft und wo zwei Super-Trophies gefangen wurden. Wäre natürlich schön, wenn ich die Super-Trophy abgehakt hätte, aber ich habe die Super-Trophy nicht abgehakt. Die Trophy habe ich schon. Also mache ich mir da gar nicht so viele Sorgen. Aber Ugui, Alden, läuft trotzdem schon mal gut. Halbe Stunde am Ugui-Spot oder noch nicht mal ganz, um die 20 Minuten. Und jetzt schon 367 Tacken. Läuft gar nicht so schlecht, kann man machen. Und damit geht's gleich zum Spot. Ich glaube, Ugui, ja, ist auch noch im Café drinne, perfekt. Und jetzt geht es, wir haben 4 Uhr morgens, direkt wieder zum Spot und dort Attacke Vollgas. Ja, Ugui Super Trophy, 1603 Gramm. Das ist natürlich absolut wild, 1,6 Kilo auf Doppelsteinfliege. The fish that got away. Perfekt, Dankeschön für das Teilen des Spots. Richtig, richtig nice. Zweimal dieses Gewicht hat er gefangen. Zweimal. Komplett drüber. Komplett wild. Ugui Super Trophy und das an der Stelle hier. Also, ich habe hier ein bisschen getestet. Und ich weiß nicht hundertprozentig, wo er hingeworfen hat. Aber, guck mal, jetzt ist die Sonne gerade zum Anfang gegangen. Wir haben kurz vor 5. Jetzt kann es losgehen. Ich habe es getestet und hier in diesem Bereich klappte es ganz gut. Also in der Area. Jetzt fange ich mal an mit 3 Ruten. Ich habe die ganze Zeit gerade mit 2 Ruten nur geangelt. Und jetzt gucken wir mal, wie das hier geht. Ob das mit 3 Ruten auch funktioniert. Ob ich da hinterherkomme oder ob das zu stressig ist. Vielleicht geht er ja noch mehr rein. Wenn man das hinkriegt mit 3 Routen die ganze Zeit, kann man natürlich dementsprechend noch mal mehr Cash machen. Das wär's natürlich. Zack, da geht schon das erste rein. Und der erste Brocken hat schon Bock. Sehr schön. Direkt in den Morgenstunden hier. Oha, japanischer Saibling. Ja, hier geht natürlich auch immer mal wieder was anderes rein, ist klar. Aber es ist gar nicht so viel. Also ein paar Silberlachse, eine Esche war mit dabei und so weiter. Hat man ja am Anfang schon gesehen im Kescherbild. Also so ein paar Beifänge sind da. Aber wie gesagt, nicht so viele Beifänge. Es ist nicht so, so schwierig. Oh ne, ich muss den Clip wieder rausmachen. Ich hatte gerade ein bisschen mit Clip probiert. 15 Meter. So, ohne Clip. Einfach hier treiben lassen. In der Area. Und gut ist. So, zack, wieder raus. Und dann habe ich auch ein bisschen variiert, wie gesagt, von den Entfernungen. Also, wie weit raus. Ein bisschen weiter hier vorne probiert, ein bisschen weiter hinten probiert. Aber ich denke mal so in diesem Bereich, das sind circa, na, ich sag mal so um die 10 Meter. Vielleicht soll ich mal klippen. Komm, ich klipp mal. Oh, warte. Da ist schon wieder was dran. Ich klipp mal für die Entfernung. Aber dann nehme ich es gleich wieder raus, den Clip. Zack, Ugui, 600. Ich brauche noch einen mit 750 für einen Kaffeeauftrag. So, jetzt gehen wir mal in den Clip. 10 Meter, passt das? Ja. Ich würde sagen, 11 Meter. 10, 11 Meter. Das sollte doch ungefähr passen. Das ist die Entfernung. Aber wie gesagt, ohne Clip einfach rauswerfen. Einfach merken, wie weit man aufgeladen hat und gut ist. Und wenn man mal ein bisschen weiter hinten, ein bisschen weiter vorne ist, ist das auch nicht so schlimm. Die Spots sind ja nicht super dünn und super klein, sondern das sind eben verschiedene Bereiche hier. Da wird man schon immer noch grob in der Area sein, in dem Spot sein, wo auch was reingeht. Aber den Schnurclip sollte man rausmachen. Das mit dem Schnurclip zeige ich auch gleich nochmal. Will ich auch gleich nochmal testen, ob das funktioniert. So habe ich nämlich meine Trophy gefangen. Das war damals hier oben oder hier ganz unten an dem kleinen Schniepi. Gibt es auch schon ein Video zu. Funktioniert auch immer wieder mit dem Ugui. Also da auf jeden Fall auch mal testen.
ob das wieder funktioniert. Ogui, wie gesagt, beziehungsweise die Spots, die laufen ja immer mal wieder. Dann haben die mal wieder eine Pause und dann laufen die vielleicht in ein paar Wochen wieder. Also je nachdem, wann du das Video siehst, irgendwann läuft vielleicht auch der Spot da unten wieder. Und dann einfach mal in das andere Video nochmal reingucken zum Ogui. Jetzt hier an der Stelle, von der Tiefe her, bin ich jetzt gerade auf 1,25 Meter. Relativ tief. Wenn man hier im Nahbereich ist, merkt man auch, dass die Posen umkippen, so ein leicht umkippen und der Köder über den Grund treibt, also direkt auf dem Grund liegt. Was ganz gut ist, das verringert so ein bisschen die Geschwindigkeit der Pose. Also dadurch, dass hier die Strömung so stark ist, verringert das dann natürlich so ein bisschen die Geschwindigkeit. Ist gar nicht so schlecht, kann man ganz gut machen. Hatten wir ganz am Anfang, wo der Fisch neu war, auch mehrfach so probiert. Und das ging auch tatsächlich ganz gut. Also wenn man da so ein bisschen, halt auf der 3, ja, noch bekommen. Wenn man da so ein bisschen vorsichtig unterwegs ist und den Fisch dann, wie gesagt, so ganz langsam auch fangen will, das funktioniert auch. Also die Köder langsam über den Grund schrubben lassen. Und dann, ja, klappt das auch mal ganz gut in diesen flachen Stellen. Jetzt müssen wir mal eben gucken, dass wir hier die ganzen Posen, jetzt komme ich schon so langsam hier in eine Bredouille. Also mit zwei Posen deutlich entspannter. Zack, auf der 3 auch schon wieder was. Jawohl. Hakengrößen und Co. Müssen wir gleich auf jeden Fall nochmal reingucken. Die Super Trophies, die er gefangen hat, hat er auf komplett übertrieben großen Haken gefangen. Da gehen halt die Super Trophies rein. Trophies, Super Trophies, komplett übertrieben. Natürlich kann man es auch sehr fein und klein probieren. Jetzt habe ich hier gerade zwei Routen auf übertrieben und eine Route auf normal. Also, die Route hier ist gerade auf, ich sag mal, normal. Sechserhaken, Doppelsteinfliege, 7,8 Kilo Fluorocarbon komplett. Also, das ist das Setup auf der einen Pose. Relativ leicht, 6, 7 Kilo nur an Fluorocarbon. Hier geht kaum etwas Großes rein. Wenn hier mal was reingeht, wenn hier mal ein Lachs reingeht oder, dann geht man halt in den Drill, dann schafft man das auch. Also, das wird man schon überleben, da muss man halt mal ein bisschen länger drillen. Klappt schon. Aber für einen Ogui, wie gesagt, braucht man ja eigentlich nicht so eine dicke Schnur oder so große Haken. Nichtsdestotrotz, wir gucken auch gleich jetzt hier mal rein. Zack, da ist jetzt gerade der Silberlachs raufgegangen. Er hat seine Super Trophies gefangen auf Dreierhaken. Total strange, musste ich mir erstmal nachkaufen. Wer hat schon Dreierhaken? Super selten in der Verwendung. Also ich sag mal so Sechserhaken, danach der Viererhaken in zweier Abständen. Das ist ja eigentlich immer so der Way to go oder beziehungsweise ist halt die, sind halt die häufigst verwendeten Hakengrößen. Aber auch diese Zwischenhaken funktionieren immer mal wieder. Vielleicht ist auch der Fünferhaken nochmal eine ganz gute Idee. Einfach mal diese Zwischengrößen mehr testen. Hatte ich zuletzt auch einige von gekauft, um die mal ein bisschen mehr zu verwenden. Nur den Dreier, den hatte ich noch nicht. Zweier verwende ich auch sehr selten. Meist gehe ich dann direkt auf den Einserhaken, Viererhaken, Einserhaken. Fertig. Und ja, offensichtlich geht da auch noch ein bisschen was auf diesen Zwischengrößen. Aber wie gesagt, von den Größen an sich, also für diesen kleinen Fisch, ich hatte auch schon mal einen Test gemacht mit sehr kleinen Haken, 16er Hakengröße zum Beispiel, wirklich, wirklich klein reingehen, auch das ist durchaus eine Option. Hierfür brauchen wir, ja, für die Steinfliege können wir ab dem 24er Haken sogar reingehen. Also da könnte man vielleicht sogar die Frequenz noch deutlich erhöhen. Ja, ob da dann die Trophies besser reingehen durch höhere Frequenz, das bleibt dann halt immer abzuwägen. Also mehr Frequenz und dadurch eher die Chance quasi auf eine Trophy oder weniger Frequenz. Ah, zu spät. Da war ich zu weit weg. Geh da nochmal rein. Auf der Silberlachs. Ich glaube, der geht auch nicht mehr rein. Doch, da geht er nochmal rein. Ja, noch bekommen. Sehr gut. Also, das ist immer so ein Abwägen. Geht man eher auf Masse und hat dann vielleicht die Chance, während des Massenangels, dass da eine Trophy reingeht? Oder versucht man, komplett übertrieben reinzugehen und hat dann eben die Möglichkeit,
dass da vielleicht noch was reingeht. Ich nehme mal hier jetzt nochmal zum Testen, vielleicht auch nochmal einen Zehnerhaken. Zehnerhaken auch durchaus eine gute Größe für Ugui. Da ist auch schon wieder was dran, aber nicht gehakt, zu spät. Und ansonsten haben wir jetzt hier einmal den 6er-Haken, den 10er-Haken und hier gehe ich auch nochmal übertrieben klein rein. Nochmal auf einem 16er-Haken, auch das immer wieder ganz nice. Alles wie gesagt hier auf der, von der Tiefe her auf 1,25 Meter Tiefe. Ja, guck, hier auf den kleinen geht sofort was rein. Hier ist auf der 3 aber, ne, der hat nicht gehakt. Also fürs Massenangeln gerne ein bisschen kleiner reingehen. Für die dicken Dinger einfach ein bisschen größerer Haken. Ich sag mal 6er Haken aufwärts, das einfach probieren. Das sollte ganz gut funktionieren. Wie gesagt, in den Anfängen, wo das neu war mit diesen Fischen, hat das auch sehr gut funktioniert. Da sind einige Trophies auch auf dem 6er Haken reingegangen. Da gibt es immer noch einige Beiträge auch in der Trophyhalle, im Discord, beziehungsweise auch im Gewässerkanal zur Yama hier. Also immer mal wieder reingucken, die alten Spots testen. Ja, so viel glaube ich dazu. Ich glaube, es gibt nicht mehr wirklich viel dazu zu sagen. Wir haben alle Infos. Wir haben den Spot. Nee, den hatten wir noch nicht. Wir haben den Spot, also direkt hier an der Base. 171, 110. Und dann die Entfernung ungefähr um die 10 Meter weit rauswerfen. Wenn das nicht ganz die 10 Meter sind, wenn es ein bisschen mehr ist, ist es auch nicht so schlimm. Also grob abgeschätzt da vorne in dem Bereich und auch hier einfach viel testen und probieren. Wichtig natürlich die Uhrzeiten, also wir müssen hier tagsüber rein, sonst wird das nichts. Zack, der weiß ein bisschen weiter. Am Tag also rein, das bedeutet von 4 Uhr morgens ungefähr, 4, 5 Uhr morgens bis ja, kurz nach 11 Uhr, also kurz nach 23 Uhr und danach geht es, ja, in der Nacht ist dann einfach wieder Pause und dann hat man ein bisschen Zeit, aber es ist auch nicht wirklich lange, also von 23 Uhr bis 4 Uhr morgens nur ein bisschen Pause und danach geht es direkt wieder los, also Uguis ohne Ende, passt wirklich gut und dann, wie gesagt, mit der Chance halt auf die dicken, fetten Trophies, da muss man eben so ein bisschen auch an den Hakengrößen variieren, rumprobieren und testen. Köderkombi, Doppelsteinfliege ist gar nicht so schlecht, kann man machen. Und kohlemäßig ist es auch ganz gut. Stopp, bevor wir fertig sind. Ich wollte das nochmal mit dem Clip testen, das machen wir jetzt. Da ist sogar wieder was dran. Denn eine Möglichkeit, um das Ganze hier entspannter zu machen, gerade mit drei Posen, ist es, wie gesagt, einen Clip einzustellen. Und das habe ich gerade schon probiert. Clip auf 15, 16 Meter. Und das probieren wir jetzt nochmal aus. Wenn wir das hier an der Stelle machen, ist das nicht ganz so smart, denn dann landen wir zu weit rechts mit dem Clip. Und wir sind, dadurch, dass die Strömung ja hier direkt so runter geht, wir landen zu sehr am Ufer. Jetzt allerdings ein paar Meter weiter gelaufen, 15 Meter Clip. Hier vorne, so, raus damit und abstellen. Hier auch nochmal raus oder auch schon mal in die Richtung hier werfen. Aber dann geradeaus abstellen. Wir wollen nach dahin den Ausleger sozusagen. Und nochmal dahin und 15 Meter Clip. Und jetzt haben wir den Vorteil, dass der Schnurclip, jetzt sind wir genau hier in der Area, sind quasi genau an dem Spot, aber mit Schnurclip. Und in dem Moment, wo ein Fisch dort rangeht, an den Köder, dort quasi beißt, also nicht erst spawnt oder sowas, in dem Moment, wo der wirklich rangeht und beißt, in dem Moment löst sich ja der Schnurclip und in dem Moment können wir da ran. Also, wir haben das jetzt hier gleich schön im Blick. Perfekt, alle drei Posen stehen jetzt gerade leicht schräg natürlich in Richtung der Strömung. Und in dem Moment, wo die sich aufrichten und wo dann ein Fisch dran geht, dann können wir auch schon zugreifen und haben dann die Chance eben, dass da was reingeht. Ob das jetzt so funktioniert, testen, 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 testen. Guck mal, es ist sogar schon fast zu nah hier, ne? Ist schon fast zu nah. Also, wenn die so nah stehen,
Kann man noch weiter raus? Ne, hier kann man nicht abstellen. Ne, das ist zu... Das ist zu sehr im Wasser. Also, das ist schon ein bisschen zu nah. Ich glaube nicht, dass hier vorne was geht. Ich teste das aber noch mal ein bisschen. Andere Möglichkeit wäre dann hier hinten erst. Aber das ist dann natürlich auch wirklich weit. Also auf die Entfernung. Ich glaube, da lohnt sich das nicht. Alleine das Einkurbeln dauert dann zu lang. Das klappt so nicht. Das ist zu nah hier vorne. Das klappt, wie gesagt, hier unten an der Stelle. Weil man eben hier mit der Strömung auswerfen kann. Und dann landet man in der Area. Das funktioniert da noch ganz gut. Aber hier ist das zu nah. Ich lasse das noch ein bisschen hängen, teste das noch ein bisschen. Aber wie gesagt, deutlich effektiver. Wie gesagt, hier um die 10 Meter raus. Das war's dazu. Ich glaube, wir haben alles gesehen. Cash kann man hier gut machen. Gute Frequenz. Auch mit der Stippe kann man sich hier hinstellen. Attacke Vollgas, Petriolümmels. Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr live auf YouTube und Twitch. Petri. We'll be right back.